Hey Leute, willkommen zu meinem siebten Ranked Game. Diese Season, ich zock heute Cho'Gath und muss gegen einen Shen auf der Top Lane. Das bedeutet, ich kaufe mir einfach einen Lebenskristall und ein Trinket, dass ich möglichst schnell auf Start der Zeitalter gehen kann. Ja, so viel dazu. Jetzt habe ich noch eine Nachricht bekommen. Okay. Auf jeden Fall, ich muss wie gesagt auf der Top-Lane gegen den Shen, also gegen einen Shen, Yellow Jacket Shen, also er hat einen Skin, hat Shen noch kein einziges Mal diese Season gespielt, alle sind wieder unranked, ich natürlich auch noch, und ja, außer Xinzao, Vayne und Thresh haben schon mal den Champion gespielt und Master vom Gegnerteam und Ahri, und also Ahri 5 Mal und Jinx 7 Mal. Ja, auf der Botlane geht's direkt ab. Okay, zum Glück kein Kill. Okay. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Also ich auf der Top gegen Shen, Xinzao Jungle, Vayne Trash Bot und Lux in der Mitte. Bei den anderen Leona Support, Jinx ADC, Master im Jungle, Ahri Mitte und Shen. Natürlich oben bei mir. Und wird mein Leben zur Hölle machen, nehme ich mal an. So, ich werde ziemlich wahrscheinlich die ganze Zeit jetzt bloß farmen gehen, weil den Shen werde ich wahrscheinlich dann erst mit meiner Ulti klein bekommen, wenn überhaupt, wenn ich roam ich einfach, beziehungsweise gehe halt full tanky, also das sowieso, werde mir ein Frozen Heart oder sowas kaufen und ja. Wie gesagt, wird eigentlich mehr jetzt so eine Farmerei auf der Top. Hoffe, dass meine anderen Lanes ziemlich stark werden, dass ich dann später die einfach nur noch unterstützen muss und dann läuft es. Dann kommen die Doubles und was weiß ich, was alles. Und solange ich ja den Farm bekomme, habe ich auch keine Lebensprobleme, geschweige denn Mana-Probleme, weil, ja, Passive läuft eben. Nur ich glaube, wegen meinem E-Skill werde ich jetzt ein bisschen mehr pushen als der Shen. Also außersehen natürlich. Aber ja. Wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt eigentlich mal mehr aufs Farmen als auf den Spinner da in seiner gelben Jacke. Der ist doch rausgebrochen aus der Psychiatrie, oder? Ja, noch verstummen. Jetzt den Farm hier holen. Ja, wenn er so weitermacht, braucht er sich nicht wundern, warum er nicht farmen kann. Ich meine, ich hätte mich ja friedlich mit dem geeinigt, aber so. Oh, die Leonard. Naja. Supporter First Platz. Naja. Geht. Oh, sehr nice. Das ist dann doch schon eher mein Geschmack, dass dann unsere Vayne einen Kill bekommt. Could just smite it. Ich frag mich, ob der gleich wieder engagen wird, weil wenn, dann wäre der schon ein bisschen blöd. Ich denke mal, das ist genug Gepoke, wenn ich dem einfach ab und zu mal so einen Outtip mitgebe. Wenn er sich mal ein bisschen zu weit vordraut. Ja komm, verpiss dich. Und jetzt? Du bist Stufe 3, Mann. Geh noch ein bisschen wachsen. Lern ein bisschen schwimmen. Keine Ahnung, mach irgendwas, aber nerv mich nicht. Da ist er schon wieder, der Kleine. Kann er sich nicht mal raushalten, wenn Große irgendwas machen? Nee, kann er anscheinend nicht, oder? Naja. Was hat denn der Shen für ein Farm? 25, ab 23. Ja toll, wenn da so ein kleiner Babysitter kommt. Boah, Stufe 4.
Und hab einfach keinen Mana, Alter, ist doch eklig. Bevor ich hier weitermache, ich gehe jetzt einfach Base, TP mich hoch und dann werde ich sehen, dass ich wieder weiterfahre. So, Katalysator, paar Healpots. Und jetzt nicht nachmachen, weil das ist eigentlich voll fair, ich könnte eigentlich laufen. Sobald ich Ulti hab, man bist du so tot, Shen. So, der erste Farm. Also seitdem ich dich hier bin. Du gehörst mir, dann gehörst du mir. Lass mich einfach Stufe 6 kommen. Und dann ist alles gut. Schade, ich dachte, ich bekomme den Minion auch noch. Na gut, jetzt ist er weg, jetzt kann ich fahren. Ja, da ist er wieder. Hat sich auch hochzipiert, also alles gut. Jetzt hat er sich ein Gürtel des Riesen geholt. Ja, ich bekomme immer wieder Leben durch Minions, du nicht, Shen. Merkt ihr das? Ja, Xin. Jo, nur ein paar Lags oder so. Nein. Ach, das ist doch nervig, Xin. Nice Gang, danke. Seine Calls sind die besten. An enemy has been slain. Okay, wie sieht's denn aus? Then he bag of wasted flesh. Okay, also der Shen hat Ulti out. Richtig, richtig. Sie bekommen keinen Kill. Also kann ich jetzt auf der Top-Lane weiter einfach farmen. Bitte nicht. Nice. Ich traue mich nicht hinzuschauen. Nice. Da stirbt er sogar noch, der Kleine. Ich kann farmen, das reicht mir. Ich brauche nicht sowas wie Kills. I ist doch eklig. Ich esse lieber Minions, die schmecken viel besser. So, noch 12 Sekunden, dann kann ich wieder fraßen. Wie sich das einfach anhört, ich fraße jetzt die Minions. Bin gespannt, ob der wieder hochkommt oder ob der sich auf der Bot rächen will. Schade. Ja, toll, er kommt nicht an mich ran, ihr Opfers. Haha. Lol. Am Anfang ist er richtig hoch mit seiner Stimme und dann später. Ja, taunt me. Taunt me if you can. Bisschen gestealt, aber okay.
ist auch fair. Egal. Nice. Bin stolz auf dich, Rain. Sehr nice. Na komm, Bubele. Lustig, der Kleine mit seiner gelben Jacke. Ich find's lustig, sich einfach über die Champs lustig zu machen. Fraß auf 4. Langsam kommt der Damage. Damage, Damage. Wenn gleich wieder der Master kommt mit seiner Vollorten. Was weiß ich was, mit seinem... Ne, Bot ist okay, yes. Denke ich auch, also die Rain spielt 4-0. Ich würde mal behaupten, das ist ganz okay, Achtung. Der lässt mich echt hier oben weiterfahren, hat er nicht irgendwie Angst, dass ich jetzt noch so voll Boss werde. Okay, bin ich eigentlich schon, weil Joker das richtig nice Champion muss einfach die ganze Zeit farmen und farmen und farmen und farmen und einen Fraß hochleveln und dann fertig. Ja, wie gesagt, farmen und farmen. Fraß auf 5, bei Fraß auf 6 gehe ich einfach Base und dann... Oh, nicht so schön. Schon besser. Hm. Warum kriegt unser Joker Trash so viel? Okay, das sind doch nicht so gut. Vor allem, dass unser Supporter die ganzen Kills bekommen hat, das macht's echt nicht besser. Aber ich müsste den Top Tower normalerweise bekommen, oder? Egal. So, den habe ich trotzdem. Was willst du jetzt machen? Willst du wieder vorspringen? Schaffst du nämlich nicht, weil du zu langsam bist. Du hast keine Boots, du hast nur einen Sandfall gerusht. Ja, jetzt will der bestimmt so... Voll Bro. Ich kaufe jetzt das und das und das. Siehst du, schaffst du nämlich nicht. So. Oh, rennst du weg? Tut mir aber leid, dass ich Schaden hau. Warte ab, bis du meinen Fraß zu spüren bekommst. Haha. Also richtig mit deinem Schild fraß. Ja, das wäre echt ein bisschen Verschwendung von meinem Fraß, ne? Habe ich etwas Besseres verdient. Ich weiß, der Flash war unnötig, aber gibt's zu, das sah richtig nur richtig cool aus, oder? Und damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Okay, der Mitte Tower ist down. Gleich bin ich Stufe 11, das bedeutet, wie ihr alle wisst, weil ihr mir bestimmt schon die anderen Joker Let's Plays zugeschaut habt, dass ich wieder wachsen werde. Boom. Ja, ich geb's zu, Joker ist nicht gerade der beste Pusher, aber er ist okay. Oh. Ja, wow.
Lol, okay. Okay. Ja, der Flash war auf jeden Fall gut von dem, also sonst hätten die mich bestimmt nicht bekommen. So, Ironie und so. Ihr kennt's. Na gut, auch nicht weiter schlimm. Dann kann ich mir jetzt einfach die Dinger da kaufen, gehe gleich wieder auf eine Lane und werde einfach weiterfahren. Oder halt eben mein Frass nochmal hochpushen und dann. Ja, der Tower ist schon fast down, dann mache ich den noch. Dann, je nachdem wie es läuft, den hier noch. Oder ich komme einfach in die Mitte dann mit TP. Hab ja wieder ready. Okay, ich sollte vielleicht doch gleich lieber in die. Oh Gott, shit. Das ist nicht so cool. Nee, das ist gar nicht cool. Also jetzt sollten wir echt aufpassen. Unsere Reinhardt 4 zu 2, die Ahri 5 zu 1 und die Jinx 4 zu 2. Und ich habe kein Magic Resist, also. Ich bin noch nicht tanky genug, um da irgendwie reinzugehen. Oh mein Gott, das war richtig. Oh Gott, nein. Damit hat die uns jetzt richtig in die Fresse gegeben. Das war richtig schlimm. Die haben nämlich. Das war nochmal schön. Jetzt haben die nur noch die Ahri und die Jinx, also die zwei Gefiederten. Beide 6 Kills. Und ja, an den Tower sollte ich TP'n, denke ich. Habe ich einfach gebraucht, den Fraß. Wir müssen einfach jetzt mal. Ja, bitte, Hook. Ahri wäre vielleicht besser gewesen, weil ja, Feed und so. Nice. Ja, was denkt denn der, was er ist? Sorry, dass ich so leise war gerade, aber kennt ihr das, wenn ihr einfach gar nichts sagt, weil ihr gerade so im Game seid? Das ist richtig, oh Gott.
Aber wenn es dann wirklich klappt, dann fühlt euch so, yeah, Concentration. Clicked on a minion. Oh Gott, so wie zur Konzentration was. Ja, ich lauf doch schon. Ja, wo seid denn ihr? Jetzt habe ich das Gefühl, werde ich sterben einfach. Nee, doch nicht. Nice. Und noch weggefraßt. So muss sein. Jetzt läuft's doch. Jetzt alle schön schnell Base. Wir haben den ersten Trake. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben noch keinen. Frozen Heart, ja. Yeah. Dann hole ich mir jetzt eine Warmox. Wieso denn nicht? Wie viel Leben macht es? 200? 380? Hol ich mir zwei davon. Oh, und das. Tschüss, jetzt habe ich so viel Leben auf einmal bekommen. Das ist jetzt hässlich für die. Jetzt habe ich einfach 400, sind dann 780 Leben bekommen. Und 100% Health Regen. Wenn der mir jetzt ein Minion lässt, das ist richtig schön. Ja, sehr schön. So macht's doch Spaß. Wenn man richtig, richtig fett ist. Jetzt die Ari killen normalerweise. Wow. Läuft. Komm doch her, Mann. Er traut sich einfach gar nichts. Ja, wow. Man seid ihr cool, ich schaff's zu zweit nicht. Aber ich schaff's auch nicht, die zu töten, das ist auch bitter. Aber sie sind noch ein bisschen geblieben, haben damit ein bisschen Zeit vergeudet und. Naja, wir müssen jetzt eigentlich bloß noch pushen. Ich will endlich Level 16 werden. Dann wachse ich noch ein bisschen. Ich bin noch nicht ausgewachsen. Ja, ich habe meinen Fraß wieder. Den ADC getroffen, ein bisschen Schaden gegeben. Läuft doch. Ich glaube, ich hole mir später einfach noch ein Sonyas. So. Das war so mit der Jinx. Schon wieder ein Mädchen gegessen. Auch Mann. Passiert mir immer wieder. Ich kann einfach nicht widerstehen. Schade. Jetzt noch eine Lux-Ulti. Das wäre es jetzt einfach.
So, jetzt den Turm. Oha, wir haben da oben schon einen Inhib Tower. Na komm, beiseite, Ari. Ich esse dich weg hier. Komm ran, Mädel. Nice, hier so. Ding. Ach Gott, ich glaube gerade so wenig, weil ich mich einfach so konzentriere die Runde. Weil letzte Runde ist echt so, ich konnte mich nur konzentrieren, hab dann auch verloren. Das habt ihr gesehen, denke ich, wenn ich anschauen. Jetzt gehe ich einfach hier rüber. Tschüss. Lol, ist das dein Ernst? Ja, gib mir noch mehr rein. Ja, läuft. Immerhin, der Support hat einen Kill, mehr nicht. Ich habe 8 zu 4, habe genug Geld für eine Warmox. Hol mir jetzt ein Banshees, oder? Warte, erst hole ich mir die Boots. Dann hole ich mir... Nee, basically Magic Damage on Hit. Ist eigentlich auch nicht schlecht, aber ich glaube echt, ich hole jetzt einfach mal noch ein Zonias und dann einfach eine Geistersicht, auch wenn es fehl ist. Ich will es einfach mal ausprobieren, ja. Und hole ich mir noch den hier, dass ich größer wirke, wenn ich jetzt schon Fraß verloren habe. Oh Gott, wenn die Baron haben, das ist ja richtig eklig. Gib den. Nice, jetzt Baron machen. Triple Kill, nice. Jetzt die zwei Inhibs noch. Ja, ich sollte den vielleicht auch benutzen, was? So, jetzt bin ich ungefähr so groß, wie wenn ich Fraß auf 6 hätte im Moment. Inhib haben wir in der Mitte down, das ist schon nicht schlecht. Niemals verfolgen die mich, oder? Oh doch, lol. Der Moment. Na jo. Nice. Alter, die Rain geht ab, man. Ja, komm, verschwinde. Die hat hier eh nichts zu melden. Genau, jetzt nehmen wir den Tower und dann machen wir noch den Inhib. Oh, Gobot, genau. Nur die Lux echt nicht, weil die hat echt Lowlife. Und dann den Shanks Ulti, auch wenn die schon draußen war. Manchmal unterschätzt man einfach den CD so heftig. Bisschen Minions müssen schon sein. Was hat denn der Shen? Der hat 97 und spielt 2 zu 9. Oha, der ist voll schlecht. Oh Gott, war schön. Hello. Einfach mit der Ulti noch rausgeholt, hochge
ne, vorher hochgeworfen, dann hat er glaube Ulti gehauen, dann verstummt einfach. Ja, noch gewachsen. Seine Frau ist auf 4, aber juckt mich eh nicht. Master fokussen und du wirst so sterben, Kind, Alter. So noch gefistet. Noch Bras hoch, dass sie auch ein bisschen größer aussieht als sonst.